Hallo, zur Fragerunde aus dem Kurs Betriebliche Gesundheitsförderung im Juli 2021. Mein Name ist Anja Rathgeb, ich bin studierte Diätologin und habe beruflich sehr viele Überschneidungen mit der betrieblichen Gesundheitsförderung. Es freut mich sehr, dass ich seit einigen Monaten auch das Forum dieses Kurses betreuen darf und mit dem einen oder mit der anderen auch schon schriftlich in Kontakt getreten bin. Auch in Zukunft freue ich mich auf weiteren regen Austausch. Schriftlich, aber eben auch in Form von Videos, die wir euch einmal im Monat zur Verfügung stellen. Also hier noch einmal die Einladung, unter dem entsprechenden Beitrag Fragen zu posten, die euch besonders interessieren. Alternativ bespreche ich im Rahmen dieser Videos Themen, die im Rahmen des letzten Monats am häufig besprochen wurden im Forum. Diesen Monat möchte ich gleich mit den folgenden Themen beginnen. Ich möchte nochmal den Begriff Work-Life-Blending definieren und die Vor- und Nachteile vorstellen. Ich möchte auf den Betriebssport eingehen und die Möglichkeiten, diesen im Unternehmen zu integrieren. Ich möchte das Thema vegetarische und vegane Speisen in Kantinen aufgreifen und Vorschläge präsentieren, wie man diese besser umsetzen könnte. Ich möchte auf die Vier-Tages-Woche eingehen und auch aktuelle Themen zu diesem Bereich präsentieren. Und ich möchte den Begriff Age Management noch einmal aufgreifen und ihn als Teil der betrieblichen Gesundheitsförderung vorstellen. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Work-Life-Blending. Die Definition dieses relativ neuen Begriffs ist wie folgt. Man versteht darunter die Vermischung zwischen den beruflichen und den privaten Belangen. Es bedeutet also, dass sowohl die Arbeitszeit als auch Zwischenmenschliches nicht mehr scharf vom Privatleben abgegrenzt wird. Das bedeutet, dass einerseits Berufliches, wie beispielsweise E-Mails, auch nach dem Feierabend bzw. vor dem Arbeitsbeginn erledigt werden. Es bedeutet aber auch, dass Freizeit vermehrt mit Kolleginnen verbracht wird. Und somit verschmilzt die Zeit in der Arbeit immer mehr mit der Zeit, die eigentlich ganz klassisch als Freizeit tituliert wird. Und es kommt nicht mehr zu diesem klassischen von 9-to-5-Modell, sagen wir mal, von 9 bis 17 Uhr in die Arbeit gehen, davor ist Freizeit und danach ist Freizeit. Und hier gibt es eine ganz interessante Studie, die eigentlich zeigt, dass dieses Modell, obwohl es vielleicht in der Definition noch relativ neu ist, aber in Wirklichkeit schon Anwendung findet. Man sieht bei einer Umfrage mit 6.000 Befragten, dass 42% auch in ihrer Freizeit geschäftliche E-Mails lesen. Noch viel spannender, 28% davon beantworten diese E-Mails auch in ihrer Freizeit. Andersherum, und jetzt sind wir eben beim Work-Life-Blending angekommen, ist es auch so, dass 42% der Befragten während ihrer Arbeitszeit wiederum auch private E-Mails lesen oder auf Social Media unterwegs sind. Also, was sind denn nun die Nachteile vom Work-Life-Blending? Ganz klassisch beginnt man ja normalerweise mit den Vorteilen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das umzudrehen, damit man ein bisschen positiv gestimmt aus diesem Themenblock rausgeht. Und zwar könnten mögliche Nachteile sein, dass die Arbeitszeit zu Lasten der Angestellten, also der Arbeitnehmerinnen, unkontrolliert ausgeweitet wird. Wenn man nicht ganz klassisch arbeiten geht, eben von 8 Uhr zum Beispiel bis 16 Uhr oder von 8 bis 17 Uhr, je nachdem, wie die Mittagspausenregelung ist, dann kann es tatsächlich vorkommen, dass man im Endeffekt weitaus mehr arbeitet, aber jetzt zum Beispiel keinen Zeitausgleich bekommt oder Überstunden ausbezahlt bekommt, weil ja einfach ein Tag eine Mischung aus Freizeit und Arbeitszeit darstellt und es hier eben keine klaren Grenzen mehr gibt. Es kann auch sein, dass besonders ehrgeizige Angestellte das Gefühl haben, sie müssten eigentlich ständig auf Abruf sein und sie müssen auch beispielsweise, wenn es ein Homeoffice-Modell gibt, immer beweisen, dass sie eigentlich auch tatsächlich arbeiten und so über ihre eigenen körperlichen Grenzen hinausgehen und sogar Burnout gefährdet sind.
Bezüglich der Gesundheit kann es natürlich auch sein, dass wenn man nicht mehr den Austausch mit den Kollegen im Büro hat oder auch den Vorgesetzten begegnet, die, mit denen man auch einmal über ein gesundheitliches Problem redet oder wo man einfach auch einmal feststellen kann, dass ein Kollege Schnupfen, Husten, Kopfweh hat, gekrümmt geht, weil er Rückenschmerzen hat. Also, dass hier ein bisschen dieser Austausch fehlt, dass jemand sagt, so, jetzt geh mal zum Arzt oder nimm dir jetzt mal einen Tag frei, weil man ja eigentlich auch in der Freizeit arbeitet. Also selbst wenn man ins Büro geht und nicht ein reines Homeoffice-Modell hat und die Kolleginnen dann sagen, so, du musst nach Hause, weil du schaust gar nicht gut aus, kann es natürlich sein, dass man dann einfach zu Hause weiterarbeitet, weil es kontrolliert ja keiner, wie viel man tatsächlich arbeitet. Das Weitere finde ich ganz interessant, ist, wenn es natürlich dazu kommt, dass die Kolleginnen Teil des sehr engen Freundeskreises werden oder eventuell also der einzige Freundeskreis werden, dann kann natürlich ein Jobverlust auch weitaus mehr als finanzielle Einbußen und Unsicherheit bedeuten, sondern zusätzlich auch ein Verlust des sozialen Netzwerkes und somit eine Art Lebenskrise auslösen. Und dann möchte ich noch ergänzen, dass natürlich, wenn das Work-Life-Planning vermehrt im Homeoffice stattfindet, was es ja zumindest teilweise tut, weil man ja in der Freizeit normalerweise zu Hause ist und wenn man dort auch noch weiterarbeitet, hat man eine Art des Homeoffice. Und hier sind natürlich die Möglichkeiten der betrieblichen Gesundheitsförderung weniger beziehungsweise anders. Man muss natürlich kreativer werden. In den letzten 1,5 Jahren war das vielleicht gar nicht so schwer, weil viele Fitnesscenter, Yogakurse etc. online stattgefunden haben. Das wird aber wahrscheinlich nicht auf Dauer mehr der Fall sein, weswegen man hier Modelle entwickeln muss, die natürlich auch Angestellten im Homeoffice zugutekommen. Im Bereich des Betriebssports werden wir hier in diesem Bereich, also zum sportlichen Sektor, einige Beispiele noch besprechen, aber natürlich auch was Entspannung, Stressmanagement, Ernährung betrifft, müssten Arbeitgeberinnen sich in dem Fall viel mehr Sachen überlegen, die entweder gefördert werden, dass sie Individuen alleine zu Hause machen können oder eben zum Beispiel in ein Kochstudio gehen oder zu einer Ernährungsberatung oder in einen Entspannungskurs. Alternativ eben auch im Online-Setting wäre eine Möglichkeit. Aber was sind denn nun die Vorteile des Work-Life-Blendings? Einerseits die Vereinbarkeit Familie und Beruf. Jetzt könnte man sagen, in den letzten 1,5 Jahren waren sehr viele Eltern vor wirklich viele Hürden gestellt, indem sie ihre Arbeit permanent neben der Kinderbetreuung vollziehen mussten. Gleichzeitig hat es aber auch gezeigt, dass angenommen, Kinder gehen jetzt wieder in die Schule und in den Kindergarten und der Vormittag steht dann tatsächlich der Arbeit zur Verfügung, dass es tatsächlich auch von Nutzen sein kann, dass man die Arbeit unterbrechen kann, zum Beispiel fürs gemeinsame Mittagessen, dann arbeitet man ein bisschen weiter. Dann kommen die Kinder und haben zum Beispiel Fragen wegen den Schulhausübungen. Also wenn es hier eine Regelung gibt, wo man sagt, okay, ich arbeite jetzt 2 Stunden und dann habt ihr 1 Stunde Zeit oder 2 Stunden Zeit, dann kümmern wir euch Entschuldigung, um eure Hausübung und danach arbeite ich weiter. Dann kann das natürlich sehr von Vorteil sein, dass man die Arbeit immer wieder unterbrechen kann für die Familie. Aber wie gesagt, das liegt nicht jedem und es ist auch nicht in jedem Arbeitsbereich möglich, die Arbeit zu unterbrechen. Aber es ist ein Vorteil, wenn es in ein Familien- und ein Arbeitsmodell auch tatsächlich passt. Man kann natürlich auch die Produktivitätsphasen besser nutzen und flexibler anpassen. Also manche Menschen sind in der Früh sehr produktiv, manche sind eher Nachteulen und hier könnte man natürlich die wichtigste Arbeit in diesen Zeitslot legen, der als besonders produktiv bei einer Person gilt. Es müssen auch Phasen, in denen weniger Arbeit ansteht, nicht mehr in einem Büro abgesessen werden, sondern sie können für andere Tätigkeiten genutzt werden, um dann in stressigeren Phasen eventuell etwas länger und etwas mehr zu arbeiten. Das kann aber auch in vielen Büros auch ohne Work-Life-Blending wunderbar möglich sein. Aber auch private Angelegenheiten erfordern nicht mehr das Nehmen von Urlaubsstunden oder Tagen, wenn man beispielsweise früher aufstehen kann, mit der Arbeit beginnen kann und dann zum Zahnarzt geht und danach arbeitet man weiter und arbeitet die Zeit dann im Laufe der Woche ein. Es ähnelt sehr dem Modell der Gleitzeit, aber wie gesagt,
im Work-Life-Blending ist es noch ein weniger flexibler und es kommt noch konkreter zu einer Vermischung im Laufe des Tages. Also man beginnt nicht einfach nur später und arbeitet dann länger, sondern beim Work-Life-Blending kommt es tatsächlich zu immer wieder Unterbrechungen des Arbeitstags, die man dann fürs Privatleben nutzt und danach dann eben auch in der Zeit, die klassisch der Feierabend wäre, die man dann zum Beispiel auch für die Arbeit nutzt. Es kann dadurch natürlich auch die Motivation steigern, weil man sich als selbstbestimmt empfindet. Das sind ja auch die Vorteile der selbstständigen Tätigkeit, dass man sich die Zeit selber einteilen kann, dass man ein bisschen das Gefühl hat, man muss jetzt nicht Arbeit absitzen, wie wir es vorher auch gerade gehört haben. Und das kann natürlich die Motivation enorm steigern. Ich hoffe, dass ich euch da ein paar neue Einblicke in dieses spannende Themengebiet bieten konnte und würde jetzt übergehen zum Betriebssport. Wie wird der denn definiert? Und zwar ist es organisierter Sport bzw. Betriebssport, der regelmäßig sportliche Betätigung in Sportvereinen und Gemeinschaften mit sich bringt. Das kann ganz, ganz wichtig sein, weil es einen Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit bietet. Man kann natürlich den Sport auch an die Tätigkeitsbereiche eines Unternehmens anbieten. Wenn jemand den ganzen Tag schon schwer hebt, ist es natürlich einerseits wichtig, dass der Rücken gestärkt wird, andererseits auch wichtig, dass so eine Dehnung stattfindet, während Angestellte, die den ganzen Tag am Computer sitzen, müssen eventuell auch dehnen, aber vielleicht auch mehr Kräftigungsübungen machen. Also hier, dass Sport Ausgleich ist, das steht eigentlich fest, das ist auch wissenschaftlich gut erwiesen, aber die Form muss natürlich von Beruf zu Beruf angepasst werden. Es wird demnach als vorbeugende Gesundheitsmaßnahme angesehen und es gibt da die unterschiedlichsten Bereiche. Das kann wirklich, der Betriebssport kann im Breiten, im Gesundheits- und Freizeitsport stattfinden. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, um als Individuum oder als Team regelmäßig zu trainieren und eventuell sogar auch an Wettbewerben teilzunehmen. Es ist ganz wichtig fürs Teambuilding, vor allem bei den gemeinschaftssportlichen Aktivitäten. Und es steigert die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen. Und nun haben wir ja diese Ziele gehört, nämlich Teambuilding, Gesundheitsförderung, Motivations- und Zufriedenheitssteigerung. Und dann ist die Frage, wie kann das erreicht werden? Und dafür gibt es viele verschiedene Modelle. Einerseits haben viele große Unternehmen oder auch kleinere ein Fitnesscenter im Unternehmen. Das ist dann eine sehr individuelle Leistung, die aber innerhalb des Unternehmens stattfindet. Da kann jeder Mitarbeiter für sich hingehen, wann immer er möchte und braucht eigentlich nicht zwingend Kolleginnen dazu. Gleichzeitig gibt es natürlich Gruppenkurse. Da wird dann schon das Teambuilding immer wieder wichtiger und die erfordern auch nicht wahnsinnig viel Raum. Also ich habe einmal in einem Unternehmen gearbeitet, da gab es dreimal die Woche Yoga und dafür wurden die Tische im Meetingraum auf die Seite geschoben. Also das erfordert eigentlich nur ein bisschen eine flexible Raumgestaltung, aber ist eigentlich auch schon in einem Meetingraum möglich. Nun gehen wir aus dem Unternehmen raus. Es gibt nämlich auch Betriebe, die sagen, sie finanzieren ihren Mitarbeitern einen bestimmten Beitrag, um in ein Fitnesscenter zu gehen oder eben beispielsweise an Yogakursen oder im CrossFit-Bereich tätig zu werden oder was auch immer ihnen Freude macht. Das findet dann aber extern statt und auch hier fällt das Teambuilding einmal, ich würde nicht sagen flach, aber es ist nicht an oberster Stelle, denn auch hier kann man natürlich einen bestimmten Kurs auswählen, wo dann alle Mitarbeiter hingehen. Aber wenn man die Auswahl den Mitarbeiterinnen überlässt, dann ist es eher eine individuelle Leistung. Man könnte aber auch, und das ist besonders günstig, Lauftreffs organisieren, dass man beispielsweise sagt, Montag, Mittwoch, Freitag nach der Arbeit geht man laufen, da kann man 2, 3 verschiedene Niveaus definieren. Man braucht im Prinzip nur Kolleginnen, die sportlich aktiv sind, die gerne laufen gehen, die ein bisschen lauferfahren sind und die sich bereit erklären, die Gruppe ein wenig zu führen. Und das kann so weit gehen, dass man gemeinsam an Firmenläufen teilnimmt und das Zusammengehörigkeitsgefühl enorm steigert. Man kann dann natürlich auch, wenn sich die Kolleginnen sehr gut verstehen und auch die Bereitschaft besteht, privat etwas miteinander zu tun, da wären wir natürlich jetzt auch wieder beim Work-Life-Blending, könnte man Wochenendausflüge oder Wandergruppen organisieren, das kann man dann an einem schwarzen Brett oder per E-Mail aushängen sozusagen, beziehungsweise kommunizieren.
Und wie kann man nun, wenn so ein Angebot besteht, die Teilnahme der Mitarbeiterinnen auch fördern? Das ist einerseits ganz interessant, dass Gleitzeit zum Beispiel die Bereitschaft fördert, weil man natürlich sagen kann, Montag, Mittwoch, Freitag mache ich Sport oder von mir ist Dienstag, Donnerstag, Freitag oder wann auch immer. Und an den Tagen beginne ich ein bisschen später, weil ich in der Früh trainiere oder ich beginne früher, höre dafür ein bisschen früher auf und gehe dann noch am Abend trainieren oder gehe beispielsweise in der Mittagspause. Also hier gibt man den Mitarbeiterinnen ein bisschen mehr Spielraum, um sich die Zeit für das Training besser einzuteilen. Auch Belohnungssysteme, wie beispielsweise Punkte, die man sammelt, wo man am Ende des Monats ein kleines Geschenk bekommt oder am Ende des Jahres vielleicht sogar so etwas Tolles wie einen zusätzlichen Urlaubstag sich erarbeiten kann, sind eine Möglichkeit. Aber auch Challenges, wo es am Ende des Monats Gewinner gibt. Aber hier ist es ganz wichtig, dass es keine Verlierer geben sollte und dass auch auf die unterschiedlichen Niveaus und Fähigkeiten eingegangen wird. Also dass jetzt beispielsweise nicht eine junge fitte Angestellte mit einer älteren Angestellten, die beispielsweise Rückenschmerzen hat, verglichen wird. Kann aber genauso umgekehrt sein, dass eine Ältere, die schon seit Jahren Triathlons läuft, vielleicht nicht mit einer jüngeren Sportanfängerin verglichen wird. Also das hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun. Ich wollte jetzt einfach nur auf die unterschiedlichen Niveaus eingehen. Dann, also wenn dann das Konkurrenzdenken sollte nur positiv angefeuert werden, aber nicht zu Ungerechtigkeiten oder Überforderung oder Überarbeitung führen. Also dass dann zum Beispiel extrem, die Preise sollten zum Beispiel für jeden erreichbar sein und auch zum Beispiel verschiedene Altersgruppen angedacht werden in diesen Challenges. Ganz, ganz wichtig ist, dass das Angebot basierend auf Mitarbeiterbefragungen beruht, also dass man wirklich herausfindet, was wünschen sich die Mitarbeiter und das Programm dementsprechend gestaltet und demnach auch individuelle Bedürfnisse berücksichtigt, aber auch Talente fördert. Also es könnte ja gerade in kleinen Betrieben sein, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eine Fortbildung gemacht hat als Entspannungstrainerin oder als Yogalehrerin. Und hier könnte man dann sehr wohl sozusagen sagen, ob diese Mitarbeiterin oder dieser Mitarbeiter nicht regelmäßig Yogastunden im Unternehmen anbieten will und im Gegenzug bekommen sie zum Beispiel eine Fortbildung bezahlt in diesem Bereich, dass sie zum Beispiel noch Yoga für Berufstätige als Fortbildung wählen. Also so könnte man deren Talent wählen und profitiert aber wiederum auch davon, dass Yogastunden für die Belegschaft angeboten werden. Und dann wäre auch noch eine Möglichkeit, hängt aber ganz von der Größe des Angebots und der Räumlichkeiten ab, ist eine Möglichkeit natürlich, dass auch Familienmitglieder integriert werden können, in dem Sinne, dass man zum Beispiel Mutter-Kind-Turnen macht oder dass auch die Partner bzw. Partnerinnen am Sportunterricht teilnehmen dürfen oder zum Beispiel an den Wochenendwanderungen. Das kann natürlich die Bereitschaft auch fördern, daran teilzunehmen. Nun möchte ich dann übergehen zum nächsten Thema, nämlich den vegetarischen und veganen Speisen in Kantinen. Wie sieht denn die aktuelle Situation aus? In Österreich, das wurde schon einmal ganz kurz im Forum auch angesprochen und ich bereite euch da gern auch noch mehr Unterlagen dazu vor, wenn euch das interessiert. Da müsst ihr mir einfach nur kurz Bescheid geben. In Österreich gibt es 10 Gesundheitsziele. Das Ziel Nummer 7 gibt vor, dass eine gesunde Ernährung für alle zugänglich gemacht werden soll. Das bedeutet, dass regionale, saisonale und nachhaltige Produkte und demnach auch gesunde Produkte in öffentlichen Einrichtungen angeboten werden sollen. Das bedeutet in Kindergärten, in Krankenhäusern, in Schulen, auf Universitäten, aber auch in sämtlichen anderen öffentlichen Kantinen und öffentlichen Restaurants, die sozusagen einem öffentlichen Betrieb zugehören. So, die Realität sieht ein wenig anders aus. Es gibt tatsächlich wenig vegane Gerichte. Es gibt meistens bereits ein vegetarisches Gericht, aber häufig sind das auch Süßspeisen. Also demnach ist die Attraktivität dieses Angebots noch nicht sehr hoch. Es gibt aber auch andere Beispiele. Im März 2017 wurde ein Gesetz in Portugal sozusagen durch den Kongress bewilligt, so, damit ich es rausbringe, das dann im September 2017 auch in Kraft getreten wurde, das besagt, dass in allen öffentlichen Einrichtungen in Portugal mindestens ein veganes Gericht pro Tag angeboten werden soll.
Und in Deutschland zeigen Umfragen in Betrieben, in denen vegetarische und vegane Gerichte am Speiseplan stehen, dass 40% der Belegschaft regelmäßig die fleischlosen Gerichte wählen und 15% sogar das vegane Angebot deutlich bevorzugen. Was für Maßnahmen könnte man nun setzen, um auch in der eigenen Betriebskantine, also sozusagen in euren Unternehmen, etwas dazu beizutragen, dass das vegan-vegetarische Angebot ausgeweitet wird? Denn auch das ist eine Maßnahme der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und hier ist mal das Wichtige, in einem ersten Schritt Mitarbeiterumfragen machen und nicht konkret darin fragen, mögen Sie Fleisch, mögen Sie vegetarische Gerichte, sondern einfach mal abfragen, was sind die Leibspeisen? Was sind Ihre Präferenzen? Also salzig, süß, saftig. Hier kann man wirklich ganz, ganz viele, oder national, internationale Küche. Hier kann man ganz viele verschiedene Fragen stellen, um dann zu wissen, okay, worauf muss man Wert legen bei der Gestaltung eines neuen Menüs, dass die Angestellten sich auch angesprochen fühlen dadurch. Der nächste Schritt wäre dann, dass das Küchenteam professionell geschult wird. Ich kann nicht für alle Küchenteams sprechen und ich bin davon überzeugt, dass es ganz, ganz viele tolle Köche gibt und ganz, ganz viele tolle Küchenmitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die tatsächlich wahnsinnig kreativ sind und sich schnell umstellen und neue Trends super annehmen. Aber es gibt auch sehr viele, die seit vielen, vielen Jahren immer dasselbe kochen und sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn sie nun auf einmal vegane oder vegetarische Gerichte kochen müssen. Und dann geschieht oft das, was man eigentlich nicht möchte, dass lieblos neue Gerichte erstellt werden, die zum Beispiel nicht alle wesentlichen Komponenten, also Kohlenhydrate, Gemüse, Eiweiß, Fett enthalten, sondern die dann beispielsweise nur ein Gemüsereis sind. So, wo dann die Eiweißkomponente fehlt. Oder eben eine Süßspeise, die ja auch nicht jedem unbedingt schmeckt. Und hier gibt es wirklich mittlerweile von den verschiedensten Organisationen, aber auch von Diätologinnen und von Ernährungswissenschaftlern und von Köchinnen ganz tolle Möglichkeiten, professionelle Schulungen zu organisieren für das Küchenteam, um ja im Endeffekt auch Gerichte anzubieten, die dann tatsächlich gekauft werden, was ja auch wieder wirtschaftlich dann für das Unternehmen Sinn ergibt. Es sollte einfach eine attraktive Vermarktung stattfinden. Also es sollte eben wirklich als Highlight dargestellt werden, wenn ein neues, zum Beispiel vegetarisches Gericht auf der Karte ist. Dass man wirklich zum Beispiel die Menükarte besonders schön gestaltet, dass man die Ausgabe dieses Gerichts nicht am Ende der Kantine platziert oder ins letzte Eck gibt, sondern sehr präsent darstellt, dass man sich auch überlegt, wie kann man die Mitarbeiter ansprechen? Ist das zum Beispiel über eine Gesundheitsinformation mit einem Plakat, wo steht, dass das alles bringt, wenn man weniger Fleisch isst? Oder geht das eher über den Geschmack, den man bewirbt und dann sagt, was da alles für Gewürze drinnen sind und wie gut das schmeckt? Also da gibt's ja ran, oder mit tollen Bildern zum Beispiel vom fertig angerichteten Gericht. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Außerdem ist es mal wichtig, in einem ersten Schritt nicht sofort zum Veggie Day überzugehen, auch wenn das natürlich wünschenswert wäre, sondern zu beginnen, dass einfach die vegan-vegetarischen Gerichte mehr werden und die Fleischgerichte weniger. So hat einfach niemand das Gefühl, dass ihm etwas weggenommen wird, aber es wird nach und nach der Anteil an nachhaltigen, gesunden Gerichten gesteigert. Und es ist auch immer empfehlenswert, dass die neuen Gerichte nicht zu viele exotische Zutaten beinhalten, solange dass die Mitarbeiter noch nicht zu sehr daran gewöhnt sind. Und so sind beispielsweise Gerichte wie eine Linsen-Bolognese, werden besser angenommen. Das kann ich aus Erfahrung sagen, als Diätologin in einem Krankenhaus in Wien, dass zum Beispiel die Gerichte, zum Beispiel das Linsenragout mit Nudeln, ist besser angenommen worden als ein Tofu-Schnitzel. Also wenn Tofu dabei steht, haben ganz viele Mitarbeiterinnen protestiert. Wenn Gerichte Eiweißquellen wie Linsen, Bohnen, Erbsen, aber auch Nüsse zum Beispiel enthalten haben, dann ist das viel besser angenommen worden. Und als Letztes ist immer das wichtigste Feedback einholen. Nicht ein System starr durchziehen, weil dann bedeutet das finanzielle Verluste und früher oder später die Einstellung der Veggie-Linie, sondern immer das Feedback einholen, was hat besonders gut geschmeckt
Und warum hat es besonders gut geschmeckt? Was hat weniger gut geschmeckt? Warum hat es weniger gut geschmeckt? Und was könnte man verbessern? Und das dann auch tatsächlich einsetzen, beziehungsweise umsetzen. ProVeg Deutschland hat die veggie-freundlichen Betriebscaterer ausgewertet in Deutschland. Einige davon sind in Österreich ja auch vertreten, weswegen ich das ganz spannend gefunden habe, zu sehen, dass es doch einige Unternehmer gibt, wie MAN oder die Bayer Gastronomie oder Siemens, auch VW, die schon auf jeden Fall schon vegan-vegetarische Gerichte anbieten und diese auch mehr oder weniger gut vermarkten, um sozusagen das Angebot auch beizubehalten und zu steigern. Besonders spannend finde ich, dass die Albert Schweitzer Stiftung einen Leitfaden herausgegeben hat für die vegane Großverpflegung, der 80 Rezepte inkludiert, die in der veganen Großverpflegung auch sehr, sehr gut umgesetzt werden können. Also die wirklich auf Großküchen ausgelegt sind. Also auch hier eine Möglichkeit, das einmal herunterzuladen und dann nicht einfach nur per E-Mail an die Küchenchefs zu schicken, sondern dann auch wieder versuchen, in einem guten Moment anzubieten und dann können wir da nicht vielleicht das eine oder andere Gericht ausprobieren. In dem Sinne möchte ich jetzt auch dieses Thema abschließen und zur 4-Tage-Woche übergehen. Da ist es ganz spannend, nämlich bei dem Thema 4-Tage-Woche gibt es ja immer einerseits den Aspekt Produktivität und andererseits auch finanzielle Einbußen, sowohl für das Unternehmen als auch für die Angestellten. Und 57% der Angestellten würden jedoch mehr Zeit einem erhöhten Lohn bevorzugen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Einstieg in dieses Thema. Und dann gibt es sogenannte Best-Practice-Beispiele, also Beispiele, die mit einem guten Vorbild vorangehen. Und das ist insbesondere Island. Und dort hat zwischen 2015 und 2019 eine Studie stattgefunden, bei der insgesamt 2500 Menschen die 4-Tage-Woche übernommen haben. Und es hat sich gezeigt, dass die Produktivität gleich geblieben ist oder sogar besser war. Diese Ergebnisse wurden jetzt erst vor kurzem veröffentlicht. Es zeigte sich ein besserer Gesundheitszustand. Und es war mehr Zeit für Hobbys, Freunde, Familie. Und dadurch ergab sich eine steigende Zufriedenheit bei allen Angestellten. Darauf aufbauend hat jetzt Spanien beschlossen, mit 200 Unternehmern ab Oktober 2021 ebenfalls diese 4-Tages-Woche zu testen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend für alle, was hier rauskommt. Weil 200 Unternehmen, das sind dann auch schon wieder eine ganz, ganz, ganz viele Angestellte, die davon betroffen sind. Außerdem, jetzt muss ich mein Video kurz nach oben rutschen, hat Microsoft in Japan, gerade in einem Land, wo eigentlich Leistung sehr, sehr hoch geschrieben wird, ebenfalls die 4-Tages-Woche getestet und hat dabei festgestellt, dass die Produktivität um sage und schreibe 40% gestiegen ist. Was sind denn nun die Vor- und die Nachteile der 4-Tages-Woche? Einerseits sagt man, dass die Produktivität, wie vorab schon gezeigt, der Belegschaft erhöht wird. Es könnte aber auch sein, dass mehr Arbeitskräfte in bestimmten Sektoren erforderlich ist, was einerseits gut ist, weil natürlich dann weniger Arbeitslosigkeit stattfindet, aber hier muss natürlich dann eine gewisse Umschichtung der staatlichen Unterstützung stattfinden, dass beispielsweise Gelder, die sonst ins Arbeitslosengeld geflossen wären, Unternehmen zugutekommen, die neue Angestellte einstellen müssen. Gleichzeitig kann es in manchen Sektoren bedeuten, dass dieselbe Arbeit dann lediglich in 4 Tagen erledigt werden muss und der Druck steigt. Viele Befragte sagen aber, sie machen dann halt einfach weniger Kaffeepausen und sind effizienter in der Zeit, in der sie arbeiten. Auch hier wieder ähnlich wie beim Work-Life-Blending ist die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie besonders gut zu sehen. Es ist allerdings auch ein zweites Modell, steht ebenfalls im Raum, nämlich die Arbeitszeitverkürzung. Und hier stellt sich die Frage, ob es nicht ausreichend wäre, zu sagen, man reduziert die Arbeitszeit jede Woche auf 32 Stunden. Somit sind die Arbeitstage an 5 Tagen die Woche kürzer. Oder ob es tatsächlich die 4-Tages-Woche erfordert, um der Familie und der Freizeit mehr Bedeutung zu schenken. Des Weiteren gibt es den Umweltgedanken, der einerseits darauf beruht, dass man sagt, man hat geringere Arbeitswege. Hier ist aber wiederum das jetzt sehr beliebte Homeoffice im Weg,
Weil hier könnte man ja argumentieren, man könnte ja auch den fünften Tag zu einem Homeoffice-Tag machen, dann wäre auch der Arbeitsweg mit Auto etc. nicht mehr, würde der auch nicht mehr in Anspruch genommen werden und auch so würde die Umwelt entlastet werden. Aber es zeigen andere Modelle, dass viele Arbeitgeberinnen bereit wären, etwas weniger Lohn in Kauf zu nehmen, um nur an 4 Tagen die Woche zu arbeiten. Und das hätte dann aber zur Folge, dass die Kaufkraft dieser Personen etwas geringer wird, weswegen der Konsum sinkt. Und das natürlich dann insbesondere bei Produkten, die nicht lebensnotwendig sind, aber die vielleicht auch viel Energie kosten und die Umwelt belasten in ihrer Produktion. Abschließend ist natürlich das Thema Gesundheitsförderung und Burnout-Prävention besonders wichtig, denn mit 3 Erholungstagen hat man natürlich erzielt man einen höheren Effekt, sagen wir so, als bei nur 2. Aber wiederum steht das natürlich ein bisschen in Konkurrenz mit dem Work-Life-Blending, was wir zuvor besprochen haben. Hier müssten dann wirklich diese 3 Tage als Freizeit gelten. Dann kann man von einer gesundheitsfördernden Wirkung sprechen und von einer Burnout-Prävention. Und abschließen möchte ich mit einem weiteren wichtigen Thema, nämlich dem Age-Management. Und wie wird dieses nun definiert? Es handelt sich nämlich um den Erhalt von Gesundheit und Arbeitsfähigkeit durch entsprechende Arbeitsbedingungen für alle Generationen. Das bedeutet, dass nicht nur die Jungen oder nicht nur die ältere Generation bevorzugt wird, sondern dass alle entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit gefördert werden. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass die Lebenserwartung steigt und demnach die Altersgruppen in Unternehmen immer breiter gefächert werden. Dazu gibt es auch ein interessantes Sprichwort, insbesondere was die ältere Belegschaft betrifft. Man kann zwar nicht mehr so lange laufen, aber man kennt die Abkürzungen. Also sprich, es ist für viele Unternehmer ganz, ganz wichtig, den Erfahrungsschatz der älteren Belegschaft zu bewahren und zu verhindern, dass sie in Frühpension gehen und dieses Wissen verloren geht. Deswegen ist es essentiell, dass altersgerechte Arbeitsmodelle entworfen werden und die betriebliche Gesundheitsförderung auch auf die verschiedensten Altersgruppen in einem Unternehmen angepasst wird. Es unterscheidet sich natürlich nochmal ganz wesentlich, ob ein Angestellter sehr hart und sehr körperlich arbeitet oder ob es sich eher um Büroarbeit handelt. Hier muss man natürlich schon nochmal Unterschiede sehen, in der Leistungsfähigkeit insbesondere. Was kann man denn nun in der betrieblichen Gesundheitsförderung machen? Einerseits, man erwartet immer, dass alle Maßnahmen eigentlich auf die Angestellten zugeschnitten sind. Aber auch die Führung, also die Führungsebene, erfordert Fortbildungen oder muss an Fortbildungen teilnehmen, um zu wissen, wie man mit älteren Angestellten umgeht. Das hört sich jetzt total banal an, weil man sich ja denkt, das weiß man doch. Aber es gibt hier wirklich ganz viele Modelle, die man anwenden kann, angefangen mit der Altersteilzeit bis hin zu ergonomischen Arbeitsplätzen, bis hin zu Angeboten in der betrieblichen Gesundheitsförderung, bis hin zu Gesundheitschecks und so weiter und so fort. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass die Führungsebene dieses Thema ernst nimmt und das nimmt sie ernst, indem sie auch an Schulungen in diesem Bereich teilnimmt. Auch Weiterbildung jetzt wiederum für die Betroffenen ist wichtig. Die sollten altersgerecht sein, um am neuesten Stand zu bleiben. Es bringt, wenn man angenommen, das Thema, ein Unternehmer befasst sich viel mit Social Media. Vor 40 Jahren war das noch gar kein Thema. Jetzt ist Social Media Marketing ganz, ganz wichtig. Und dann eine Fortbildung zu organisieren, in der in einem schnellen Tempo das Thema Social Media behandelt wird, weil davon ausgegangen wird, dass das eh jeder kennt und eh jeder nützt, wäre nicht sehr altersgerecht. Es bedeutet nicht, dass ältere Menschen sich nicht mit Social Media auskennen. Es bedeutet auch nicht, dass alle Jungen sich damit auskennen. Das sind natürlich Stereotypen, aber im Durchschnitt ist es so. Und dadurch bietet sich es an, dass man entweder Fortbildungen anbietet, die speziell auf eine ältere Belegschaft beziehungsweise speziell auf die junge Belegschaft zugeschnitten sind oder Fortbildungen, wo alle Mitarbeiter integriert werden, wo die Zusammenarbeit gefördert wird, indem man gemeinsam ein Thema ausarbeitet und voneinander und miteinander lernt. Weil nur so
bringt natürlich auch der Erfahrungsschatz der älteren Belegschaft etwas, weil wenn sie wenig über die neuen Entwicklungen kennen oder wenig Verständnis für die neuen Entwicklungen haben, dann entsteht ein Konkurrenzverhalten. Dann kommen diese Aussagen wie früher war alles leichter und ma, das Neue, das braucht man ja gar nicht. Aber wenn das erklärt wird, wenn man darin geschult wird, wird man einerseits gefördert, man sendet auch das Signal aus, dass es nie zu spät ist, für ein Unternehmen in ihre Mitarbeiter zu investieren. Und man erhöht einfach auch das Verständnis für die Entwicklungen im Unternehmen. Gleichzeitig ist natürlich die Gesundheit das A und O. Das haben wahrscheinlich viele von euch ganz viele Ideen. Das fängt bei Gesundheitschecks, Massagen, Physiotherapie, Rückenturnen an, dass man hier verschiedene Möglichkeiten bietet, um insbesondere Altersleiden zu behandeln bzw. vorzubeugen. Und dann ist natürlich auch noch die Arbeitsorganisation ganz, ganz wichtig, nämlich dass die generationsübergreifende Zusammenarbeit gefördert wird, dass es zum Beispiel Teams gebildet werden zwischen Alt und Jung, wo Erfahrung und vielleicht frischer Wind miteinander kombiniert werden. Aber auch, dass Modelle wie die Altersteilzeit angeboten werden, geeignete Arbeitsmittel und eine geeignete Arbeitsumgebung bereitstehen, um wirklich einen reibungslosen Arbeitstag zu ermöglichen. In diesem Sinne möchte ich mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Hoffe, ihr konntet einige neue Informationen mitnehmen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann im August auch weitere bzw. neue Fragen stellt oder wieder fleißig im Forum mitdiskutiert, dass ich dann auch genau weiß, welche Themen ich im nächsten Video behandeln soll. Ich freue mich auch sehr über euer Feedback, wie euch dieses Video gefallen hat, ob ihr euch noch etwas Weiteres wünscht oder ob ihr damit sozusagen in diesem Format zufrieden seid. Und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag.